set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. That's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay, so you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Alles klar. Think about my buddy's chef, okay? Consummate professional. Dass man sich bald irgendwie nicht viel kann, das sein? Darf ich nochmal Chefkoch? That it? You sure? Yep. That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but, you know, mi casa, su casa. I'll get a motel, thanks. All right, suit yourself. Come on, I'll give you a ride. Adios, amigos. Hmm? Muss das jetzt sein? Kann ich jetzt überhaupt mal schnell speichern, by the way? Ja, ich will mal. Oh, ich darf endlich speichern, Halleluja. Hat aber auch gedauert. Lässt das jetzt neuer Kontakt von uns? Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey, man. Das Ganze machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde das Ganze nachher dann zusammenschneiden. Bis zur nächsten Folge von GTA 5. Haut rein und tschüss. Die ja noch dieselbe Folge sein wird wie diese. Bis dann. Haut rein und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5. Wir machen jetzt mal weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich habe ja einen ganz starken Cut gezogen, weil es 19 Uhr wurde. Und 19 Uhr ist Footballzeit am Sonntag. Das halt mal zur Erklärung, warum ich jetzt ganz fix einen Cut gezogen habe. So. So. Ich brauche jetzt mal ein Fahrzeug. Mit 4 Reifen, nicht mit 2, mit 4. Damit ich dann die Vorbereitungen für den Bankraub treffen kann. Aber ich glaube, da wird mir so ein Wagen, also ein Motorrad nicht viel helfen. Das heißt, wo ist jetzt hier so ein geiles. Da. Ah, da. Ah, ja, Trevor, ruhig, bleib ruhig. Da kommen sie nicht drüber, ne? Alles klar. Ich weiß schon mal, wo ein Fahrzeug ist. Das ist schon mal positiv.
Weil ein Motorrad wird mir nicht helfen, brauchst du etwas mit ein bisschen mehr Deckung. Und ein Motorrad wird mir ja wohl nicht die Deckung geben, die ich brauche. Das ist einfach mal so. Hier war der, ne? Jawohl. Oldschool, aber egal. Fährt er noch? Ja, ne? Ja, natürlich fährt er. Gar keine Frage. Militärausrüstung. Was passiert? Was ist denn los? So 2,15 Kilometer von hier. Ja, das sollten wir relativ fix hinbekommen, hoffe ich zumindest. Ich sollte mal jetzt nichts Falsches sagen, man weiß ja, wie das bei mir läuft. Komm, habe ich etwas Selbstvertrauen, ein bisschen Selbstbewusstsein, schon geht's den Bach runter. So, ein bisschen näher, so ein Kilometer. Wo ist der? Warte, das ist der? Das ist der, wo? Hey, wo? Hier, hinterbleiben. Nein, aber nicht aus dieser Cam. Trevor! Warte, hinter mir. Ah, ich wusste es. Ich hab was falsch gemacht. Oh, ich hätte komplett alle hinter mir hinterlassen. Ah, okay. Passiert. Shit happens. Ich hätte die alle hinter mir lassen sollen. Ich hätte diesen Wagen gar nicht erst durchlassen dürfen. Scheiße, Mann. Dumm gelaufen. Okay, nächster Versuch. Ja, wollte ich auch mal sagen. Okay, der zweite Versuch ist ja nicht ganz so weit von hier. Ich muss wirklich alle hinter mir lassen. Beziehungsweise alle vor mir sozusagen. Damit ich gar nicht erst von hinten attackiert werden kann. Ich muss wissen, wo der ist, die Straße blockieren und dann in Deckung. Ah, look at that! You gotta love rural America! Wo ist der? 200 Meter, ist das der? Na, er ist ein Traktor. Ja, wo ist der denn? Ach, der ist vor mir oder was? Hä? Wurde genutzt oder was? Warte mal, nochmal kurz gucken. Wurde ich jetzt hier genutzt oder wie? Ah, 300 Meter. Gut. Das heißt, er ist irgendwo vor mir, oder was? Ah, okay, warte mal. Was machen wir anders dann? Überholen. Straße blockieren. Fertig. Und zwar jetzt. Ah, wieso bin ich wieder aus der... Ah, scheiße, nicht aus der Ego-Cam! Oh nein, nicht aus der Cam! Oh, das ist so ärgerlich. Mann, nicht aus dieser Cam. Aus dieser Cam kann ich nicht ballern. Es fällt mir mega schwer, sowas. Oh Gott, ey. Ich muss da richtig vorkommen. Das gelingt mir momentan überhaupt nicht. So, ich fahre jetzt mal wieder so, ey, ganz ehrlich. Ich fahre mal jetzt Third Person. Sonst macht mir die Kamera wieder einen Strich durch die Rechnung. Ja, ist gar nicht so einfach. Habe ich mir so ein bisschen einfacher vorgestellt. Ja, dass sie gut ausgerüstet sind, war mir schon vorher klar.
So richtig alle vor mir, aber komplett vor mir. Hinter mir. So, zumindest, dass ich vor dem komme. Wo ist der? Ist das der vorne? Ne, ist er nicht. Wo ist er denn jetzt? Ist das der? Jo. Nein, 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 der kommt schon wieder vor mir. Ah, das gibt's doch nicht! Was machst du, Treffer? Junge, was zum Alter, du bist so blöde. Mann, wieso kommt der denn jedes Mal vor? Ich brauche einen anderen Wagen, Alter, ich bin LKW. Ey, ich will jetzt mal einen richtigen LKW haben, ganz ehrlich, damit ich den richtig komplett davor parken kann. Die kommen da jedes Mal durch. Habe ich nichts anderes hier? Boah, das ist die nächste Fail-Folge, das kann... Ja, komm! Ey, gibt's hier kein anderes Fahrzeug, sag mal? Ein LKW oder was? Jawohl, ein Traktor, das ist perfekt. Obwohl, das ist zu langsam. Wo ist der denn? Ey, das kann nicht wahr sein. Ich komme da nicht hundertprozentig davor. Der Wagen ist mir irgendwie nicht breit genug. Ich muss jetzt wissen, wo die sind und dann komplett davor und zwar richtig quer, sodass mit keiner mehr hier vorbeikommt. Ey, weil so langsam geht mir echt so die Galle aus, ey. Wo ist der? So, jetzt. Warte, Trevor, 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 Trevor. So, jetzt können wir, jetzt reden wir, jetzt habe ich das. Jawohl, der ist weg. Einer ist hier noch, das weiß ich. Noch zwei sind hier. Wo sind die? Hä? Alter, was machst du denn? Warum stehst du denn auf? Bist du verrückt geworden? Was ist los mit dir? Ah, Trevor nicht da, die Richtung. Trevor nicht da, wo ballerst du hin? Jetzt einfach mal reinfeuern. Ich weiß gar nicht, wo ich reinballere. Wo ist der? Beziehungsweise, wo sind die beiden? Da. Einer ist weg. Einer fehlt noch. Ja, komm, warte mal. Ich bin eigentlich ganz gut drauf, Monster. Ist er weg? Nee, er ist immer noch am Leben. Ah, warte mal, warte mal. Nicht, weißt du, was machst du? Wo ist der? Von mir aus gesehen, warte mal. Hier lang? Ist er tot? Ich weiß es gar nicht. Ist er tot? Ich glaube ja, ne? Jawohl! Oh, endlich! Hat ja ein bisschen lang gedauert. So, liebe Leute, während ich mal auf dem Weg ins Meth-Labor bin, mache ich mal einen Folgenbreak. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von GTA 5. Haut rein und tschüss.